Hallihallo, ich bin's, euer Mamo, und ich sitze hier vor Prison Architect, einem kleinen Gefängnisaufbauspiel von einem Indie-Entwicklerteam, derzeit noch in der Alpha-Version, das ist hier quasi Early Access, wie es so schön heißt, Neudeutsch und so. Ja, Prison Architect, ihr seht's auch schon hier in diesem wunderschön gemachten Intro, letztendlich geht's darum, ein Gefängnis aufzubauen. Klingt unspektakulär, no, auch, obwohl eigentlich nicht, eigentlich ist sowas relativ witzig, ne? Da hier mit Arbeitern, Foremen, Chiefs, Swans. Hier gibt's doch fast alles. Müll. Hübsch gemachtes Intro, muss man ja mal sagen. Und ein Priester, der an dem Brillentyp hier sitzt. So viel dazu. Ja, und schon sind wir ja fast mittendrin und kriegen direkt auch einen Anruf vom CEO, oder wie? Gehen wir auch ran. Das ist ein schwieriger. Da ist ein Gefangener wegen Doppelmords bei uns und zum Tode verurteilt. Du machst Sachen. Ja, und da kommen wir rein, ne? Düt. Wir sollen eine Exekutionskammer bauen. Mal, wenn es weiter nichts ist. Und zwar da, schätze ich mal. Ja, da. Das erste wird ein Haus bauen. Mit genug Platz drin für die Exekutionskammer und die Zelle dafür. Construct a new building. Das kriegen wir hin. Und ein Eingang muss auch ran. Das ist auch irgendwo klar. Eine large, große Gefängnistür an der Südwand. Foundations. Building. Outdoor only. Und dann ziehen wir es hier. Und dann wird es hier auch scheinbar geklöppelt. Incoming call. Das sind meine Arbeiter, okay. Und die bauen das jetzt scheinbar. Die sammeln das aus dem Storage Room und packen es zur Construction Site. Oh, und klöppeln direkt das Haus zusammen. Und das dauert scheinbar ewig. While we wait, take a look around. Machen wir es doch. Ja, das ist also das Gefängnis. Hässlich ist es nicht. Hier sind Duschen. Noch mehr Zellen. Eingangsbereich, hier ist eine riesen Kantine. Hier ist. Sieht aus wie ein Generator. Büros. Küche, noch mehr Duschen, weil hier nochmal ein Zellenblock ist. Und hier ist unser Haus. Ohne Tür. Objekt. Tür. Klappen wir die hier mal dahin. Foundations blinkt. Warum? Auto ohne, haben wir doch schon. Die Tür soll zur Rand kloppeln. Genau. So, fleißiges Bienchen klöppelt die Tür ran. Was ist denn hier für ein Lärm? So, scheinbar haben wir hier 48 Gefangene, 21 Wachen, eine ganze Menge Geld und haben den 17. Tag. Inside the building wanted. Ach, da wollen wir jetzt eine Zelle und eine Exekutionskammer. Und das machen wir, indem wir hier einfach ein paar Wände reinziehen. Material. Wände. Flump. Flump. Flump und flump. Und dann right-click to cancel. Ich glaube, da habe ich mir hier ein bisschen zu lang gezogen. Hier Schimmel an der Wand. Storage. Storage. Noch mehr Storage. Das hat natürlich was hier.
eine Klingel. Hier rennen die fleißigen Bienchen rein. So. Das sieht ja schon nach was aus, so ist ja nicht. So, und das hier war stehen geblieben gefallen. 8 fühlen sich irgendwie. Ah, und da wird es jetzt noch ein paar Zeltchen haben. Okay. So, mittlerer Mausbutton. Oder die R-Taste war das. Zack. Zack, dann kommen hier zwei große Gefängnistüren rein. Gittertüren. Ich finde das irgendwie hier alles ziemlich. Sieht schon nach was aus. Was ist das? Eine Gefängnistür? Hier so mit dem Außenring, den Bäumen drumherum. Jetzt werden die hier freigelassen und in die Essensdings da gebracht. Hier in die Kantine. Ah, das sieht auch gut aus. Designierte Räume innerhalb dieser Flächen. Okay. Und da kommt die Exekutionskammer. Okay. Rum. Zell. Minimum 2x3. Umrundet. Innen. Bett und Toilette. Hat's beides nicht. Zelle und Exekution wird das hier. Was hat das für? Indoor und eine Electric Chair. Okay, und die müssen sie erfüllen. Da kommt eine Bett und eine Toilette rein. Und darum kommt ein elektrischer Stuhl rein. So, Toilette. So hier. Und ein Bett. So hier. Und hier ist der elektrische Stuhl, der kommt dann hier hin. Ein Glück haben wir genug Knatter über. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Da musst du bauen. Hier ist auf jeden Fall eine Toilette. Ein Bett. Noch ein Bett. Noch ein Bett. Der elektrische Stuhl ist sogar schon am zusammengeklöppelt werden. Ja, Toilette ist doch im Bau. Ich versuche mich hier tatsächlich sogar schon inspirieren zu lassen, wie ich mir mein eigenes Gefängnis bauen werde. Ich weiß es noch nicht. Hier einmal. Jetzt sammeln die sich hier draußen. Hier kommt die Toilette an. Wird der jetzt angeklüppelt? Perfekt. So, rufst du mich wieder an? Geht doch. So, da sind ein paar Improvements, die ich machen könnte. Was kann ich so machen? Nee, sonst strictly required. Wenn wir die nicht brauchen, warum soll ich die ja machen? Die könnte ein bisschen verbessert werden. Mit einem Fenster oder einem kleinen Bücherregal. Und die Exekutionskammer? Higher Quality Floor Material. Wie Holz oder Mosaik. Jetzt haben wir den Hand. Okay. Und wer bist du? Ach, das ist doch hier, der aus dem Intro. Edward Romsey. War mal ein Lehrer. Ja, glaube ich schon. Sieht auch so ein bisschen so aus. Ja, ist auch gut so. Wie? So.
Soweit ich damit einverstanden bin, wie es aussieht, wird der halt in die Todesstadtzelle geschickt. Hat auch was. Was kann ich machen? Ich muss hier gerade mal gucken. Ich habe jetzt hier ganz viele optionale Sachen auf der To-Do-Liste. Option Add a Window to the Cell. Machen wir doch ein Window dazu. Window. Plop. So, noch Add a Bookshelf. Wenn er eh gleich geröstet wird, warum braucht er noch einen Bookshelf? Na egal. Der Rino Flowing with Fire Quality Materials. Bookshelf Light Materials? Ah, Pouring Stone. Mosaik hat er gesagt, ne? Das hier. Ziehen wir das hier mal so hin. Bitte Puff. Paving Stone. Kann man es irgendwo anschließen? Hier wahrscheinlich, ne? Mit Path, jetzt am Outdoor Lighting. Ein paar Lichter drumherum pflanzen. Floms und Floms. Und Floms, das sieht zwar nicht hübsch aus, aber das kann man so machen. Mensch, da klöppeln die da echt dieses Mosaikgedöns ran. Soll ich noch irgendwas auf meiner To-Do-Liste? Build a Path machen wir. Da schau dir das an. Mensch. Das sieht ja sogar noch was aus. So, und dann können wir select him und right-click in the zone outside. Da ist er. Edward. Flump. Ja, und schon haut ab. Und der Chief ruft an. Wuhu. Na, okay, da eigentlich. Ein eiskalter Killer. Er hat sogar zugegeben. Mal schauen, was er getan hat. Saftig war es auf jeden Fall. 11 Uhr abends. Das Licht war bereits an. Ich wusste, sie war zu Hause. Flashback. Mensch. Das war also der Mord. Wie schön mit der Gefängnistür. Bei sich zu Hause. Und da liegt sie. Und ein anderer. Oh mein Gott. Joa, Nippel sind jetzt keine zu sehen. Das kann ich so zeigen. Das geht noch durch. Ja, und er wusste, dass sie die Wender sind und pimpern oder wie. Edward I. Ach ja, und gleich macht's Bomb und dann ist sie Matsch. Und so. Ach, er ist Matsch. Headshot. Oh, und sie auch, stimmt. War ja ein Doppelmord, ich erinnere mich. Mensch, 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 Mensch. Ja, Edward. Da ist ein Salat. Das arme Laken. Ach, wie geschickt der Arm auch hier... liegt auf dem Bett. Hier, also den Arm hier meine ich jetzt. Nicht das, was ihr jetzt schon wieder denkt und so. Ja. Und dafür wird er jetzt hingerichtet. Alle Männer verdienen Vergebung. Auch er. Ja, na gut. Und er wusste, was er tat. Oh, und die anderen hauen jetzt auch alle ab. Nur in die andere Richtung. So ein Pech aber auch. Tja, immer diese amerikanische Gesetzgebung, ne?
ist jetzt auch ganz schön hart. Ich meine, er sitzt hier eh im Knast. So, benutzen wir wenigstens die Wege, die ich hier gepflanzt habe. So, oh, der CEO ruft an. Gute Arbeit. Da ist aber ein Problem. Das Ding funktioniert noch nicht. Warum nicht? Es hat keinen Strom. Das war doof. Dann müssen wir das mit dem Strom verbinden. Und der Strom ist im Generator. Und das halbe Gefängnis ist nicht am Generator angeschlossen. Each building that is connected to the power grid. Ja, bis auf das hier. So, power is provided. Und das Ding saugt halt den Strom ab und also vom nationalen Netz und gibt es unserem Gefängnis. Ach, und das merken die natürlich auch, dass hier die Hälfte nicht funktioniert. Utilities Mode. Wie komme ich denn jetzt in den Utilities Mode? Das ist auf jeden Fall der Utilities Mode, würde ich jetzt einfach behaupten. Und das ist Starkstromkabel und scheinbar die restliche Verknüpfung holt er sich selber. Okay. Utilities. Ach, das war einfach Electric Cable. Dann ziehen wir es doch einfach mal hier lang, ne? Und ziehen das hier runter. Zack. Ich hoffe, das bauen die auch hier irgendwie gerade zusammen. Ach, da. Auch hier mit Stromrötchen. Kabelrötchen. Da, komm. Da benutzen sogar die Wege, obwohl sie noch nicht mal einen eigenen haben. Ach, ihr armen Bienchen. Pennington Beswick, with the man. Und dann klöppeln die hier tatsächlich das Kabel ran. Sachen gibt's. Während alle anderen noch schlafen. Wie niedlich das auch ist. Und der hat ganz schön breite Schultern hier. Mensch. So, hier müssen wir noch bauen. So. Und jetzt das Ding hier noch. Machst du das? Tatsächlich. Ja, und auf einmal haben wir hier Saft. Und der CEO merkt das auch direkt. Ja, und hier haben wir noch keinen. Was? Mein elektrischer Stuhl braucht Power? Sachen gibt's. Okay. Der elektrische Stuhl. Das ist ein spezieller Typ von elektrischen Item. Der braucht seinen eigenen Strom. Utilities? Ach, der hat sogar eine eigene Steckdose. Zack. Und dann so hoch, ne? Und dann müsste das doch eigentlich funktionieren, wenn hier die Bienchen wiederkommen. Los, schwärmt aus. Das sieht aber auch irgendwie... Mich beeindruckt das irgendwie. Ja, was ist jetzt los mit euch? Ach, habt ihr euer Material vergessen oder wie? Ach, ihr Pfeifen. Ich muss mir das nochmal anschauen, es sieht echt nach was aus, so ist nicht. So.
Jetzt bauen die da die Kabel ran. Dann wird hoffentlich gleich unser elektrischer Stuhl auch mit Strom versorgt. Wird er tatsächlich schon? Fast fertig, okay. Dann testen wir den doch jetzt einfach mal. Turn it on. Okay. Schalt mal an den elektrischen Stuhl. Hör. Tja, auf einmal ist der Strom weg. Das ganze Gefängnis ist dunkel. Das ist nicht gut für ein Gefängnis. Wie kriegen wir jetzt mehr Strom? First we need to turn the power back on. Zwei-Stufen-Prozess. Den Kapazitor anschalten. Machen wir das doch einmal. Und dann drei mehr bauen. Dann set, teste. Sobald wir das gemacht haben, testen wir es nochmal. Also zuerst das Ding anschalten. Switch on. Ah. Switch on. Wie gut, dass man das hier auch nicht sieht. Switch on. Switch on. Und die Power Station anschalten. Und schon haben wir wieder Saft. So, und dann sollten wir hier neue bauen. 1, 2, 3. So, hier flackert es auf jeden Fall hin und her. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass das gut ist. Die schlafen hier alle immer noch. Da hinten ist eine Küche, haben wir hier noch eine Küche, hier haben wir eine Dusche. Hier habe ich hier nur mittig das großes, diesen großen Essbereich. Ich verstehe, der Balken zeigt, wie ausgelastet die Power Station ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt 5 und wahrscheinlich ein für das Ding selber. Das hat das bestimmt auch nochmal integriert. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, ach, da kommen die nächsten beiden. Zack. Und da müssten eigentlich erst gleich ein Balken dann hinzukommen, beziehungsweise zwei. Zack, zack, genau, wie ich gesagt habe. Und schon sollte das gehen. Ja, probieren wir auch den elektrischen Stuhl direkt nochmal aus. Zack. Switch on. Hat noch Saft, ne? Und das Ding verbraucht auf jeden Fall deutlich mehr. Ah, und der CEO meint, er müsse anrufen. Ah, ich glaube, wir sind fertig mit dem Job. Was hier passiert, ist nun aus unseren Händen raus. Okay. Das hier ist doch gut. Ich mache mir sowieso keine Sorgen. Oder? Der Pfarrer in der Kirche. Mit einer Gefängnisgitter als Tür. Und Gefängnis stehen an den Fenstern. Schwedische Gardinen. Warum? Ich verstehe es nicht. Kann ich dir helfen? Edward. Scheinbar kurz nach der Tat, so blutverschmiert wie er ist. Noch ein Flashback. Suchst du nach Vergebung? Tja, und der weiß es noch nicht mal. Mensch,
Und der Pfarrer empfiehlt ihm, sich direkt seinen Konsequenzen zu stellen. Ja, er wird auch nie wieder mit sich selbst leben können. Ach, zu spät, Edward, zu spät. Ah, okay. Da ist kein anderer Weg, als zu seinen Taten zu stehen. Tja, jetzt ist es wohl soweit. Ja. Ab geht's auf den Toaster. Schön mit den Mosaikkacheln. Zell Execution. Hier was machen, ob es jetzt vor allein. Ah, es passiert vor allein. Jetzt noch der Schwamm auf dem Kopf. Edward Ormsey. Zweifacher Mord. Die Strafe ist der Tod. Tja, hast du noch irgendwas zu sagen? Susanne! Es tut mir leid. Brutzel. Ja. Und da gehen die Lichter aus bei Edward. Und nun? Press Escape to continue. Ja, was soll ich sagen? Das war auf jeden Fall ein hübsch gemachtes Tutorial. Erst recht, wenn man bedenkt, dass es sich hierbei noch um eine Alpha-Version handelt. Noch gar nicht so lange draußen ist. Doch, obwohl, es gibt sogar schon eine ganze Weile. Prisoner Architect. Warum ich jetzt erst dazu komme, es zu spielen, gute Frage. Wie dem auch sei.